Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit der Tibra. Ja, grüß euch. Mit dem Antoine. Ich weiß. Und den Klassik heißt Heat Street. Genau. Ja, Gruppe ist gleich geblieben wie vorher. Und los geht's. Du hast, glaube ich, Profil gewechselt. Ja, ich bin mit meinem Scharfschützenprofil unterwegs. So, wir starten jetzt, glaube ich, in ein Gebäude, wenn ich mich richtig erinnere, in einen Raum. Okay. Und hier tut sie nichts. Ja, oh ja, tut schon. Ah ja, genau. Oh, komm. Jawohl. So, da raus. Und dem Auto nach, jetzt haben wir eine Menge Zeit verloren. Okay. So, die Bullen wieder kommen, alle niedermachen. Und immer in die Richtung, wo dieses Symbol da ist, der Pfeil nach unten im Kreis. Ich düse. So, mal wechseln. Das ist der Pfeil. So. Ach. Okay. So, komm schon. Okay. So, wir müssen. Ja, da genau da vorne. Das ist. So, du bist. Bei dir. Im. So, und da vorne auf der Baustelle steht jetzt ein, müssen wir durch bei den Brückenkeller. So. So, ah, genau. Und da gibt es jetzt verteilt auf dem Platz Benzinkanister, da habe ich schon den ersten, die müssen wir jetzt rund ums Auto platzieren. Und entzünden mit einem Schuss, sodass. Okay, wo sind die Benzinkanister? Ja, ich hab schon einen. Ah ja, da ist er. Ah, jetzt kann ich ihn legen. So, meiner liegt. Okay. Ich hab dann den Koffer geöffnet. Ja, ist okay. So, ich suche Benzinkanister. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Aha, da gibt es Granaten. Ich hab wieder einen. So, dann decke ich da den Rücken. Okay, ich irgendwie sehe ich keine Benzinkanister. Ich sehe Fässer. So, ich platziere den nächsten. Und das brennt. Jetzt schauen wir da mal ungefähr, wo sie immer platziert sind. Ja, da ist der dritte.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt drei brauchen, weil das ist bei einem normalen Schwierigkeitsmodus, glaube ich, braucht man sogar nur zwei. Hopp. Wow. Also das ist zum Beispiel eine Map, die wird wirklich hart dann mit höheren Schwierigkeitsgraden. Ja. Weil dann hat da man arbeiten wir uns noch hin. Viel mehr Scharfschützen. Und die Toser sind da ein Wahnsinn. Mhm. Auf dem offenen Gelände, man braucht dann relativ lange, bis die liegen. Und währenddessen behaken einen die anderen auch noch. So. Okay. Ich kann aber noch keinen platzieren zusätzlich. Okay, jetzt kann ich den dritten platzieren. So, ich schaue nochmal, falls wir noch einen brauchen, aber ich glaube, das war's. Mhm. Mit den Benzinkanistern. Weg mit dir, du stehst nicht weg. Da gibt es glaube ich noch einen. Den nehmen wir noch. Aber ich glaube, den werden wir nicht mehr brauchen. Ah, da ist ein First Aid. Also. So, du kannst dann schon zum Auto, weil ich glaube, jetzt kommt der gleich raus. Okay. Nachdem so deine Map ist, darfst du ihn eskortieren. Du musst ihn dann ständig anschreien. Ach ja, das liebe ich. Das legt das immer schlafen. Der hat eine Ruhe, wenn sie den mal schlafen legt. Wo ist er? Aha, da hinten kommt gerade eine komplette Einheit runter. Ups. Aha. Und da vorne sind sie auch schon wieder. Okay. Na ui, hallo. Und schon wieder. Scharfschütze, wo ist Scharfschütze? Hey! Wie schaut's aus mit Auto. Der ist, macht sich am Weg. Alles klar, gut. Weil ich halt dann den Platz nicht, dann kann ich den Platz einmal aufgeben. So, ich schaue mal, ob ich noch Granaten nehmen kann. Na, da bin ich voll. Passt. Ich komme. Naja. Ich schrei den Typen nieder. Ich werde beschossen. Bin gleich hinter dir. Bin schon hinter dir. Ups. Sorry. Nichts passiert. Bist du? Ah ja, du bist scheinbar super. Sehr gut. Jupp. Achtung, passt ja auf mich auf. Ja, ja. So, ich leg da ein Pack auf. Mein Gott, und wieder die Flasche draußen. Das gibt's euch. Boom. Jetzt liegt er. Passt das? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Okay, ich lege da meine Kids auf. Ah, es ist schon offen. Okay, dann gleich weiter. Mhm. Ich nehme nur kurz die Muni auf und bin hinter euch.
Es wird auf mich geschossen, recht fleißig. So, ich bin gleich wieder hinter dir, ob da jetzt ohne das, was hinter uns war, erledigt. Hinter dir. Okay. Ich werde mich kurz heilen. Ja. Oh shit. Yes. Oh. Wo ist er? Da ist er. Geht's? Ja, ja, jetzt bin ich wieder dabei. Ja. Was ist? So, auf geht's da. Komm schon, Bursche, voll Gas. Nicht mehr weit. So, dann laufe ich schon mal rauf, ich leg da oben wieder ein Armobecken. Mhm. Armobeck liegt da, wo die Granate gerade explodiert ist. Okay, ich nehme an, du hast wieder die Falschtaste gedrückt. Ach, ich gib's auf. So. Okay, ich nehme mal was. Wir warten auf den Helikopter. Ah, da drüben kommen uns gerade. Das ist mein Platz! Ja. Ich mach die, die da aufkommen. Okay. Schaut noch ganz gut aus. Ah, Helikopter ist da. Oh. Das ist mit der Hane da gerade noch der Helikopter. Und da werden die Seiten machen. Gehst weg von da, ist keiner mehr da. Müssen wir die Tür rein müssen. Hey, wo willst du denn hin, hm? So. Yes. Schauen wir mal. Oh, 23 Punkte, die ich investieren kann. Maske.
Okay. Der 44. wieder ein Präsident. Super. Super. Okay. Du musst nur drücken. Ah ja. Da sieht man, glaube ich, jetzt noch meine schöne Maske, meine neue. Ja. Ja. Genau, Tibras, sie hat die Idee, was sie gehabt hat, ja, neu eingefärbt. Ja. Und ich habe eine neue bekommen von Bane, Bane Blade, glaube ich, heißt die, und habe sie mit Inferno eingefärbt. Also mit Material. Alles klar. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein bei PD2 mit der Tibra und dem Anduin, wenn es weitergeht und Tibra die Aufträge erkundet. Und bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.